darling. Can't hide. You make yourself a gift for me. A delicacy to be unwrapped. Unwrapped again. Savored. Here we go. I've been vulgar, and I want to say I'm sorry. I just... You know how a man gets what he wants to know. But after the ceremony, I've made an honest woman of you. I promise I'll be a different man. Family, a legacy, to be the father I never had. I'll never let anything happen to our children. Not like... So, da bin ich schon wieder. Freunde. Hier, Darling. Riech mal dran. An meiner Mauke. So, hatte Raw 2002 für den PC. Oh, geil. Ich habe, wie gesagt, damals nie eine PlayStation... 12 Stunden später. Ich habe damals nie eine PlayStation 2 besessen. Oder PlayStation... Ja, doch, PlayStation 2 und 1. Weil ich immer mit meinem Kumpel Smackdown und so gespielt und Raw. Und damals dann auf den N64 kam WWE oder WWF No Mercy raus. War es ein bisschen gefeiert. Wir haben mal zu 4 Leiter-Match gemacht und gesagt, der Verlierer müssten einen trinken. 2 Stunden später hat keiner es geschafft. Wenn man sich überlegt, vom N64 war WWE No Mercy oder WWF No Mercy, war das echt ein Meilenstein, weil normalerweise die Konsole, was No Mercy da geleistet hat, also die Entwickler davon, Hammer, krass, echt, weil N64 war unterlegen der PlayStation 2 damals, weit unterlegen, und No Mercy war so krass an Wrestling-Spiel, Alter, 45 Zuschauer! Willkommen, hello and welcome to the Let's Play Live Show. Willkommen, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind schon weit über 12 Stunden am Stream. Man mag es gar nicht glauben. Ich kann noch mal eben kurz eingeben, abteilen. Ah, unglaublich. Unglaublich. Wahnsinn. 12 Stunden, 13 Minuten und... 48 Sekunden. Unfassbar. Mein Lieblingswrestler war immer Jeff Hardy. Okay. Ne, meiner war immer der Undertaker oder so. Oder ein eigens kreierter Wrestler, wenn man das machen konnte. Das war immer so meine... Das war immer so meine Welt. So, Freunde. Und ich bin noch da. Und ich trinke noch meine Apfelschorle. Alter, 45 Zuschauer. Es ist unglaublich. Und das für Outlast. Ey, das ist so... Ja. Es ist doch... Hallo, wir sind doch hier im... Ich, keine Ahnung. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, rolling. Ja, bis 16 Uhr ist ja auch nicht mehr so lang, ne? Nochmal 12 Stunden. Dann sind wir bei 24. Aber das schaffe ich nicht. Also vielleicht ein bisschen noch, aber ganz 12 Stunden rein. Also nochmal 12. Auf keinen Fall. Aber Alter, 45 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig? Hallo und willkommen zur Let's Play Live Show, ihr seid die geilsten. Vielen, vielen lieben Dank und schön, dass ihr alle da seid. Ich fasse es nicht. Dankeschön, danke, herzlichen Dank, wirklich. Also ihr seid ein Traum, ihr seid die Besten, ihr seid die Geilsten, ehrlich. Morgen auch 12? Nein. Nein, auf keinen Fall. Morgen weiß ich noch gar nicht, ob es morgen einen Stream gibt. Mal gucken. Ich glaube ja nicht, weil ich morgen genug zu tun habe an Videos rendern und so, Videos schneiden. Weil ich möchte zusehen, dass ich vielleicht sogar diesen 12-Stunden-Stream vielleicht doch auf YouTube raushaue. Ne? Und ich muss das Unboxing-Video noch hochladen und schneiden. Was? Tim Wiese. Hm. Ich habe diesen Gestank von der Kerze immer noch in der Nase. Es ist so... Es ist immer so fürchterlich. Und wenn ihr fragt, welche Kerze, ist es die Resident Evil 7 4D Kerze. Fürchterlich. Wo ist der? Da läuft er gerade. Bitte nicht jetzt, bitte nicht jetzt. Lauf, 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 lauf. Das wäre so mies, wenn das jetzt nicht klappen würde. Wo ist die scheiß fucking Tür? Lauf! Alter, lauf, 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 Junge, lauf, Junge, lauf. Scheiß, was, lass die Tür offen. Tim Wiese war ja auch gehypt für WWE. Ich habe das nicht so verfolgt. Hatte ein Match in Deutschland. Ja, es war so, keine Ahnung, Tim Wiese. Weiß nicht. Naja. Ich bin da nicht so im Thema mehr mit Wrestling und so. So, müssen wir den Schlüssel finden hierfür? Ja, finden den Schlüssel. Das kriegen wir hin. When I was a boy, my mother all do sang to me, get married. La 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 la. Komm gleich wieder. Warte. Gleich kommt's. Achtung. Seine ganzen Leichen hier, wo er die zum Frau machen wollte, zu seiner Frau, und die alle nicht wollten. Kurz konzentrieren, entschuldigt bitte. Mal gucken. Hier habe ich schon so häufig Fehler gemacht in dem Level. Schon so häufig Fehler gemacht in dem Level hier. Jetzt verschwindet er dahin. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Alter, schaffe ich nie im Leben. Nie im Leben. Nie im Leben. Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Ist vorbei. Schaffe ich nicht. Nie im Leben. Schaffe ich nicht. Uah, Alter, was? Alter, was? Was? Alter, was? Schaffe ich? Schaffe ich? Schaffe ich? Fick dich, Spiel. Es ist vorbei. Ich hab Whistleblower durch. Fick dich. Fick dich, Donner. Leck mich doch am Sack. Fick dich. Unser Meister Eder, Alter. Ich hab gedacht, ich schaff's nicht. Fick dich, Meister Eder. Ich hab's geschafft. Uhu. Alter. 30 Zuschauer eben. Was? And I try. You can hang. So, okay. Ja, bla bla. Ich bin sogar hier letztes Mal gestorben. Obwohl man eigentlich gar nicht wackeln muss mit dem Stick. Man muss eigentlich gar nicht wackeln mit dem Stick, aber eigentlich bin ich hier letztes Mal sogar gestorben. Ich weiß gar nicht warum. Weil eigentlich muss man nichts hier machen, aber ich bin hier letztes Mal gestorben. Ich weiß nicht warum. Been beautiful. Normalerweise muss man da den Stick gar nicht bewegen. Normalerweise eigentlich nicht, weil ja. Aber bin da irgendwie gestorben irgendwann mal. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Was? Kann man lieber in Dschungelcamp gehen wie Ailton? Was? Ailton ist im Dschungelcamp? Ich verfolge das ja gar nicht. Das Ailton ist echt im Dschungelcamp? Kann mir gar nicht vorstellen. So. Tschüsschen. Mail what? Ja, und damit haben wir Whistleblower eigentlich so gut wie durch. Das war's. Tja, für denjenigen, der Doktor verpasst jetzt einiges eigentlich. Nicht, was? Nein, nicht Ailton. Ailton, ach, Ailton meinst du? Ach, Ailton. Ach so, ja, stimmt, Ailton. Da steht ja mit A. Entschuldigung. Oh Gott, Dschungelcamp dieses Jahr ist kacke. Der Typ von wie heißt es nochmal? Von ab in den Urlaub oder was da ist hier, dieser Typ? Alter, dieser Jens oder wie der heißt, ne? Da habe ich ja fast alle Folgen von gesehen, ne? Der ist so fettig, dieser Typ, ne? Also nicht von Dschungelcamp, sondern ja, hier, Goodbye Deutschland, oder wie das hieß, ne? Alter, der Typ ist so fettig, der ist so eine faule Sau, wenn ich das mal auf Deutsch sagen darf, ne? Der hätte ich so auf den Arsch getreten. Ich verstehe gar nicht, dass einige Leute dem Geld geben, damit der da ein bisschen weiterleben kann, tralala. Und machen unter dem seinen Namen dann irgendwie einen Laden auf. Ich meine, ich kann es vielleicht verstehen. Ja, vielleicht, ja, weil sie sehen. Weil sie vielleicht verstehen, da war mein Controller gerade leer, Entschuldigung. Warte mal eben. Ich meine, vielleicht weil sie verstehen, ja, der hat im Fernsehen ein bisschen Erfolg, da machen wir Kohle mit dem. Kann ich vielleicht nachvollziehen. Aber warum? Das ist so eine faule Socke, der hat keinen Bock zu nichts. Der Affenkopf. Keinen Bock zu nix. Wo muss ich lang? Hier? Nee. Ne, aber warum soll ich dem dann noch irgendwie Geld geben oder sonst irgendwas? Oder soll dem unterstützen bei irgendeinem Stuss? Ne? Nein, auf keinen Fall. Dann muss ich hier lang? Hallo? Ja, hier muss ich lang. So. Ich habe keine Batterie mehr. Ist uns auch egal, weil wir brauchen eh keine mehr. Von so an ist es eh Wurst. Ja, und wir sind wieder zurück in Mount Massive. Ich hab's auch, ich habe vor 2 Jahren gesehen, kam mit, was? Miss Ailton wegen dem Fußball. Ein bisschen, ich schaue lieber YouTube und Twitch Reflex hier. Du Lügner. Du Schleimer. So. Ja, wie gesagt, ich gucke jetzt seit fast 2,5 Jahren kein Fernsehen mehr. Ich gucke nur noch YouTube und Twitch. Weil es einfach nur Werbung und tralala und... Na? Jetzt humpelt er nicht mehr. Ja, sag ich doch. Ich weiß. Hammer, ne? Am Anfang humpelt er noch und dann irgendwann... Ja, ich humpel immer. Ist mir auch schon aufgefallen damals. Ja! Jo! Das war's. Repariertes Bein, ja. Repair! Ah, lecker. Apfelschorle ist immer geil. So. Das war's dann nun. Ich musste nur noch aus diesem scheiß Kackloch entkommen. Die Sonne ging auf. Endlich hatte ich's geschafft. Frei von Mount fucking Massive. Nie wieder werde ich hier hinkommen. Nie wieder werde ich diesen Albtraum durchstehen müssen. Ich werde der Welt meine Geschichte erzählen. Komme, was da wolle. Egal, wie oft und wie lange mich Leute befragen werden. Ich werde versuchen zu verschwinden. Irgendwohin. Verdammt, warum mich keiner kennt. Einfach nur noch weg. Schlüssel steckt. Wer ist das? Oh mein Gott, wo ist die Kamera? Verdammt, scheiße. Wer ist das? Who the fuck, wer ist das? Meins? Scheiße, ich muss weg. Scheiße, fuck. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Fuck, ich muss weg. Ich muss weg. Gib Gas. Fuck, scheiße! You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, they'll do nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Ich kann mich entsinnen, dass die Entwickler mal gesagt haben, die Geschichte von Murkoff ist noch nicht zu Ende erzählt. Was Hatzhaler gerade sagt, und dann muss Outlast weitergehen, wenn er einen Unfall baut oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie Outlast 2 weitergeht, aber er lädt ja jetzt hier hoch. Er sitzt irgendwo im Büro und keine Ahnung, er lädt's hoch. Ich weiß nicht, ob es zusammenhängt mit Outlast 2. Wir werden es bald erfahren im Herbst und ich freue mich schon so sehr drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche mir, dass es zusammenhängt. Ich wünsche es mir so sehr. Auf jeden Fall lade ich erstmal die Datei hoch. Ne? Und dann das Leben ist zu Ende und bla bla bla. Und das klingt so ein bisschen danach. Vielleicht ist es ja wirklich so. Er hat vielleicht, sagen wir mal, es ist Waylon Park. Sagen wir mal wirklich, es ist Waylon Park, den wir im DLC gespielt haben, ja? Der wirklich hier die Sachen uploadet und der Typ, der sagt so zu dir, dein Leben ist zu Ende. Und die nehmen den dann wirklich gefangen und schmeißen ihn irgendwo in der Wildnis in Arizona raus, wo er es der zweite Teil spielt. Der zweite Teil spielt er in Arizona. Und wir müssen unsere Frau finden, Lynn, was wir ja in der Demo gespielt haben. Das wäre so geil, wenn das so ein Plot-Twist wäre. Das wäre so geil, wenn die gesagt hätten, ja, du bist nicht der in der Demo, sondern du bist wirklich Waylon Park und Lynn ist deine Frau. Boah, das wäre so mega ein Plot-Twist. Das wäre so geil, wenn die Outlast 2 dann wirklich so sagen würden, wir machen das so weiter. Das wäre mega. Das wäre echt krass. So, früher fand ich, Apfelschorle geil. Mittlerweile habe ich Allergie gegen Äpfel. Ich trinke jetzt immer Eistee-Schorle. Eistee ist auch cool. 1193 Kommis. Krass. Krass. Aber seine Frau hieß Lisa. Lisa? Von? War das Lisa? Oder war das Lynn? Ach, Lisa, im zweiten Teil, genau, Lisa, oder Lisa, Lisa war es gewesen. Naja, und dann, wir heißen aber wirklich Miles, anstatt irgendwie der Typ, den wir waren. Ich weiß gar nicht mehr im zweiten Teil, keine Ahnung, ist schon ein bisschen länger her, wo ich die Demo gespielt habe. Trotz alledem wäre es so ein geiler Twist, wenn wir wirklich so dann irgendwie entführt werden, weil wir ja da die Sachen abgeloadet haben und tralala und so, und Murkoff hat damit irgendwas zu tun mit dem Okkult, was da im Dorf los ist und so. Waylons Frau heißt Lisa. Ernsthaft? Ehrlich? Okay. Ich weiß gar nicht, wie im zweiten Teil hieß. Hieß sie, ich glaube Lynn, ne? Wo der Typ gerufen hat im zweiten Teil, ne? War das Lynn oder was? Lisa, die er gerufen hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Trotz alledem, bin ich sehr gespannt auf den zweiten Teil. Ich freue mich sehr. Das werden wir natürlich, ja, was ja? Lynn oder Lisa? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall kein Plan. Muss ich nochmal gucken. Ich muss mein eigenes Let's Play nochmal gucken, um das rauszufinden, was da war. Auf jeden Fall hat mir es heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss Lynn, Lisa, Gina, Lisa. Ja, was bleibt mir eigentlich weiter zu sagen? Mein Gott. 300 Folgen Let's Play Live Show. Was? Jetzt hast du 290 LBS-Taler. Achso. Ja. 300 Folgen Let's Play Live Show. Was wir alle schon erlebt haben. Also, ne, du und ich. Und wir schon Outlast gespielt haben. Was wir sonst zwischendurch gespielt haben. Assassin's Creed, The Crew, Far Cry, Alien Isolation, Daylight, Dying Light, Final Fantasy, Red Dead Redemption, nicht, GTA, mein Gott, was für tolle Zeiten wir schon hatten und was für tolle Sachen wir erlebt haben. Last Guardian, die ganzen Fehler, die ganzen Bugs, die wir in Spiele hatten, wie toll das einfach war, dass wir das einfach zusammen erlebt haben, und ich freue mich immer wieder drauf, euch da mitnehmen zu dürfen. Und ihr da auch Spaß habt. Und es war echt... Also 300 Folgen... Genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Jetzt genau, jetzt fällt mir das wieder ein. Jetzt, wo die meisten wahrscheinlich schon abgeschaltet haben. Was ich vorhin sagen wollte. Mit Outlast, wo ich gesagt habe, ich hab's geträumt. Und zwar habe ich geträumt, wir haben Outlast gespielt. 2, Vollversion. Und ich habe es durchgespielt. Das habe ich geträumt. Wir haben es durchgespielt und habe dann so gesagt gehabt, keine Ahnung, welche Folge der Let's Play Live Show es war, hab dann gesagt gehabt, Outlast 2, pass auf, so habe ich gesagt. Outlast 2, wir sind durch. Im Wahnsinnsmodus. Wohlgemerkt, war ein Wahnsinnsmodus. Und alle guten Dinge, womit es angefangen hat, muss es auch mal ein Ende geben. Und hab dann quasi mit der Szene, hab mich dann quasi von euch verabschiedet für immer. Hab dann gesagt, alles was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Und hab mich dann mit Outlast 2 quasi von euch verabschiedet für immer. Boah, das war so ein Traum, so wo ich so dann wach geworden bin, klitschnass gebadet und dachte mir so, boah, nee, das kann ich nicht, das... Boah, nee, auf keinen Fall. Oh, ich zock nur Zombie, vielen lieben Dank für den Follower, vielen lieben Dank. Und, wo ich wirklich so gedacht habe, boah, das kann ich nicht, boah, wenn ich das tun würde, bei Outlast 2 dann sagen, alles was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Das wäre so Matrix, ja, Matrix-mäßig so... Das wäre so, boah, ich glaube, da würden einige mich hassen für, wenn ich sagen würde, bei Outlast 2 ist Schluss im Wahnsinnsmodus, wenn wir einmal geschafft haben. Ich glaube, da würden mich einige verhassen. Echt, ernsthaft. Aber normalerweise ist Wehe. Wehe! Wehe! Da kommt schon dieser Zeigefinger, dieser Wehe-Zeigefinger. Das habe ich aber echt mal geträumt. Ohne Spaß, ohne Scheiß. Das ist das, was mir einfällt, was ich vorhin erzählen wollte. Weil, wie gesagt, die Let's Play Live Show fing halt mit Outlast an, mit dem Wahnsinnsmodus. Und ich hatte mir dann irgendwann mal so einen Traum, war das so, Outlast 2, wir spielen es durch. Es gab einen Wahnsinnsmodus im Outlast 2, weiß ich ja nicht. Und haben durchgespielt und habe ich dann gesagt, irgendwie so aus Trotz so, oder beziehungsweise so gesagt gehabt, ne, so, weil ich aufhören wollte. Alles, was am Anfang hat, hat doch ein Ende. Und hörte dann mit Outlast 2 auf. Und, boah, diese Hassmails, die ich dann bekommen habe im Traum, ne, oh Gott, fürchterlich. Nee, aber, bin heute erst gekommen, wir. Nein, um Gottes Willen. Nee, Gottes Willen. Nein, die Let's Play Live hört nicht auf. Jeden Samstag ab 20 Uhr und jeden Sonntag ab 16 Uhr. Morgen weiß ich noch nicht, ob ich morgen streame. Weiß ich noch, weil ich muss mich ein bisschen ausschlafen. Keine Ahnung, kann ich noch nicht versprechen. Vielleicht noch nicht. Vielleicht spielen wir morgen ein bisschen nebenbei, so ein bisschen No Man's Sky. Ist ja auch sehr gerne gesehen, habe ich ja gesehen. Über 30 Zuschauer. Über 30 Zuschauer hätte ich nicht gedacht und Wahnsinn, vor allem für No Man's Sky. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir die 300 Folgen gekriegt haben. 300 Folgen. Let's Play Live Show, Alter. Und wenn du mal überlegst, für die Leute, die vielleicht neu zugeschaltet haben, ich habe ja immer sonst am Freitag und Samstag gestreamt. Also nicht Samstag und Sonntag, sondern es gab die Let's Play Live Show. Ganz am Anfang ging es los mit jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr. Das Problem ist aber, durch meine Arbeit schaffe ich das freitags nicht mehr. Oder beziehungsweise ich bin so gerädert, dass ich da nicht so wirklich die Lust zu habe. Dass ich sage, komm, ich mache lieber Samstag 20 Uhr bis Open End und Sonntag dann immer von 16 bis 20 Uhr. Weil, ne? Weil sonst schaffe ich das nicht. Was? Outlast 2 bekommt plus den ersten 20 bis 50 Speedruns inklusive. Ja. Also wenn die bei Outlast 2 keinen Insane-Modus reinbringen, also keinen Wahnsinns-Modus, dann glaube ich, also ich glaube, das machen die bestimmt 100%. So vielleicht als, du musst es einmal durchspielen und dann hast du den Wahnsinns-Modus freigeschaltet. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Outlast 2 sogar länger geht wie der erste. Also, dass der... Weil der Outlast 1 ging ja 6 Stunden, wenn ich mich recht entsinne. Ja, 4 bis 6 ist angelegt worden, glaube ich. Wenn du schnell bist, bist du 3 Stunden durch. Langsam konnte Müdigkeit... Und ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht jetzt so auf 12 Stunden rübergegangen sind. 12 bis vielleicht 20 Stunden, der zweite Teil. Aber trotzdem machbar im Wahnsinnsmodus. Trotzdem machbar. Na? Wenn sie ihn reinbringen. Warum? Warum? Was? Was denn? Ah, schon wieder verloren. 310 Taler noch. Oh mein Gott. Da musst du den nächsten wieder einschalten, dann kriegst du wieder ein paar mehr Taler. Gut, ich möchte mich recht herzlich bedanken für 300 ganz, ganz tolle Folgen bei euch. 300 bezauberhafte Folgen bei euch. Es wäre nie so schön geworden, also wirklich nie so schön und nicht so toll geworden ohne euch. Wirklich ein... Also, es würde mir, glaube ich, nicht so viel Spaß machen, wenn ich hier jetzt 0 Zuschauer stehen hätte oder vielleicht nur 1 Zuschauer, mich selber oder keine Ahnung, oder 2. Also, Spaß würde es mir trotzdem machen, aber so, es wäre nur halb so schön, weil... ohne euch ist es echt nur halb so schön, macht es keinen Spaß. Und ich bin froh, dass wir den Weg gegangen sind und wir 300 Folgen zusammen gemeistert haben. Und ich würde sagen, auf die weiteren 300, ich habe nichts zu trinken zum Anstoßen hier, ich muss nochmal was zu trinken holen. Und muss sagen, danke auch für YouTube, für die Leute, die zwischendurch meine Videos gucken. Es sind zwar nicht viele, aber Dankeschön dafür. Und, ja. Wir müssen dir danken. Ach, Quatsch. Nein. 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 Ne? Wir müssen dir danken, dass du dich immer da hinsetzt. Ja. 300 Mal am Wochenende hier gesessen und immer gestreamt. Es ist so. Ach Mann, nicht, dass ich jetzt gerade gleich anfange zu weinen hier oder so. Es ist so, ja. Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich sagen. Es ist so, oh Gott, es fange ja auch noch an zu weinen im Stream. Ja, mein Gott, 300 Folgen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so... Die Zeit vergeht so schnell. Man mag es gar nicht glauben. Die Zeit vergeht wirklich so schnell. Na? Mein Gott. Wahnsinn. Wahnsinn, was wir alles schon erlebt haben, wenn ich überlege, was für Spiele wir schon gespielt haben. Ja, abgesehen ist von Outlast oder so, wo es ja alles mit anfing, aber was wir schon für einen Spaß hatten zwischendurch. Und wir haben Ark gespielt, wir haben, keine Ahnung, wie gesagt, The Crew gespielt, Resident Evil, auch den ersten Teil da mal, ne? Hashtag No Homo, was? Also Wochenende, genau. Oh mein Gott. Timeout. Haha. Was? Oh Gott. Nein. 60 Sekunden. Oh Gott. Aber danke für die Herzen. Vielen lieben Dank. Oh Gott. Ich hoffe, du kannst in 60 Sekunden nochmal schreiben oder kannst weiterschreiben. Puh. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich will am liebsten den Stream gar nicht beenden, aber ich muss so langsam ein bisschen ins Bettchen gehen. Leute, wir sehen uns wieder. Falls wir uns morgen nicht, wie gesagt, sucht mich mal für die Leute, die neu dazugekommen sind. Let's Play, Leerzeichen, Live Show. Die Facebook-Gruppe. Ja? Genau, nicht böse nehmen, war der Bot. Ich habe dich nicht gebannt oder so, das war der Bot gewesen, ne? Also, ich muss gucken, dass ich den WC-Bot, den Wise-Bot mal ein bisschen umstelle. I know. Achso, du bist noch da. Danke für die Herzen übrigens. Falls ihr mal Interesse habt, mal vorbeizuschauen, was zwischen den Streams passiert, oder beziehungsweise wenn ich mal irgendwie Bilder poste oder sonst irgendwas, oder privatmäßig, dann einfach Let's Play, Leerzeichen, Live-Show, die Facebook-Gruppe. Ja, da könnt ihr mal gucken, könnt ihr mal versuchen, da beizujoinen. Ich nehme da auch die Leute an, gerne. Und wie gesagt, Let's Play zusammengeschrieben, Leerzeichen, Live-Show. Da könnt ihr dann gerne mal vorbeischauen. Da kündige ich auch immer die Streams an und alles und so. Und ja, persönlich seit 2000... Was? Persönlich seit 2015 Februar. Ja, kennen wir uns, genau. Freunde... Ich wünsche euch was ganz, ganz Bezauberndes und bin ja kein Freund von Werbung machen, wie irgendwie wie mit YouTube oder so, und folgt mir oder abonniert mich, weißt ihr, wisst ja. Es gibt ja immer so Leute, die sagen immer, ja, lasst mir ein Like da oder abonniert mich oder so, sowas sage ich gar nicht, das wisst ihr ganz genau. Oder zumindest die, die länger da sind, wissen das ganz genau, dass ich sowas nicht sage, und es freut mich herzlich, dass ihr mich so angenommen habt, wie ich bin. Es ist so... Oh Gott, Hashtag No Homo. Ja. Vielen Dank für 300 tolle Folgen mit euch. 300 tolle Stunden und, ihr seid die geilsten. Vielen Dank fürs Zusehen heute, und vielen Dank, dass ihr den Spaß mitgemacht habt für heute. Ich weiß noch nicht, vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Ab 16 Uhr, wenn ich es schaffen sollte, wenn ich ausgeschlafen bin und mich ein bisschen regeneriert habe von heute und das ein bisschen über mich kommen lasse, würde ich sagen, eventuell bis morgen. Ansonsten sehen wir uns nächsten Samstag wieder, ganz normal um 20 Uhr. Und ja, Cheerio, euer Flex ist raus. Ich wünsche euch jetzt noch einen bezaubernden Sonntag. Ja, macht's gut. Bis dann, ciao.